Oh. Autsch. Ich dachte, hier wäre jetzt so ein Ladebereich. Ja gut, okay, wir sind noch nicht durch so ein Dings gelaufen. Und ich habe jetzt mich erst gefragt, ob man die vielleicht hochheben könnte, aber offensichtlich nicht. Ja, immer wegen den Socken aufpassen, ne? Und die Höhlen machen mir eigentlich gerade so ein bisschen Angst. Also es ist Wasser. So weit kann ich gar nicht werfen. Doch. Ich lerne hier wieder Sachen in dem Spiel, die ich nie mit gerechnet hatte. Ja, ist okay. Lass mich einfach hier durch. Gib mir Socken. Einfach Socken. Schon viel besser. Aufpassen, will ich getroffen werden. Die Korken, ehrlich. Mama. Ich muss gerade an die Folge denken, wo SpongeBob bei Patrick schläft und dem dann irgendwann den Korken eben in die Fresse breit. Ich will's treffen! Ah, ich sitze hier aber auch wieder ungemütlich des Todes. Ich muss auch gleich Videos schneiden, heute ist Donnerstag. Weil es Videos schneidet, ne? Für die Unwissenden unter euch. Ich habe das Gefühl, dass der gleich irgendwie so kommt, so, ja, ja, du hast die alle gesammelt, hier, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Ich hab heute nicht Geburtstag. Nein, lass mich mal schön in Ruhe. Hier wäre so ein Ort, wo irgendwie so eine Socke sein könnte. Ich spüre es. Können wir sagen, was ihr wollt? Ich spüre Unbehagen. Und zwar komplett. Und zwar nach dem Motto, irgendwas vergeht mir gerade, wenn ihr versteht, was ich meine. So, aufpassen, die verschwinden wieder nach einer Zeit. Das heißt, wir können hier nicht zurück. Kann die doch drunter legen, ne? Patrick kann auf Wurffrüchte springen. Ja, das geht doch. Ich weiß nicht mehr, wo das war, aber genau das habe ich mich gefragt. Oh, knapp an der Grenze, ne? So. Oh, kann ich aufeinander, ne? Nein. Wir müssen echt viel Zeug herumtragen. Ich sehe immer noch nichts. Ich habe so hart das Gefühl, irgendwas verpasst zu haben, ne? Ja. Ich sag ja, bei den Rutschdingern ist immer irgendwo was versteckt. Gefühlt. Hier mal aufpassen. Ja, ich sehe jetzt aber hier nichts. Okay, jetzt sind wir diesen... Oh. Ich meine, hier war nichts. Ich spüre hier so Unbehagen. Es tut mir leid, wenn ich das immer wieder sage, aber... Das fühlt sich alles hier nicht richtig an. So, als würde ich irgendwas verpasst haben. Deswegen sage ich mal Unbehagen, ne? Also nicht, dass sich jemand wundert, was ich damit meine. Ich meine damit einfach so... Irgendwas ist hier nicht so... Irgendwas fehlt. Ne? Der Roboter hat Bumm gemacht. Oh ja, das hat der Roboter. Ja, da muss ich ja nicht lang. Na gut, das war der Bereich. Irgendwas ist nicht richtig. Okay. War hier nicht irgendwo so ein Level? Hier durfte ich nicht runter, ne? Das sieht voll so aus, als könnte ich da langlaufen, aber darf ich nicht. So, bei dem muss ich aufpassen. Das sind die Soos-Tatar-Typen. Und aufpassen, dass die nicht neu spawnen.
Okay, hier gibt es eine Unterhose. Ja, das war Mr. Krabs. Mr. Krabs! Oh, Mr. Krabs! So. Irgendwie vermisse ich es schon ein bisschen mit SpongeBob zu zocken. Und nur so ein bisschen. Nein, weil bei SpongeBob kann ich ja auch zum Beispiel diese Rakete benutzen. Und ich mag den Angriff von Patrick nicht. Ich mag ihn überhaupt nicht. Dieses... Weil der einfach zu weit nach vorne geht und ich habe immer Angst, dass ich dann irgendwo gegenklatsche, wo es nicht sein soll, wenn ihr versteht, was ich meine. Naja. Okay, hier könnte ich die Figur wechseln. Oh Gott. Irgendwas mit den Frames nicht so, wie ich es gern hätte. Das Wasser sieht manchmal so komisch aus. Ja gut, also Belohnungen gibt es ja echt nicht, ne? Oder ich habe die schon, das kann natürlich auch sein. Man weiß es nicht. Oder man könnte es wissen, aber ich tue es nicht. Mit dir haben wir auch schon geholfen. Okay. Sieht so ein bisschen wie so ein Ausgang aus. Also hier gab es einen goldenen Pfannenwender, das weiß ich noch. Kann natürlich auch überall eine Socke sein. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele Filme. Jetzt kommt so raus, jetzt fehlt nur noch eine. Nee, es sind nur drei Stück, okay. Weil ich muss ja jetzt so ein bisschen gucken, weil wir sind ja jetzt Patrick. Theoretisch könnte ich zum Startgebiet. Könnte. Was willst du? Achso, das sind die, wo man schleichen muss. Aber die sind ja jetzt gerade eigentlich recht egal. Soße, Tata. Ihr sagt's auch. Nein, ich muss noch einmal schlagen. Vergessen, die haben ja zwei Dinger. Ja, wenn ich hier jetzt langlaufe... Nee, ich will es nicht provozieren. Aber das sieht voll aus, als könnte ich da rund da hingehen, ne? Wie viel davon muss ich denn tragen? Also das ist leider gameplay-technisch echt nicht gut ausgereift. Es tut mir leid, Spiel, aber du hast leider auch deine Mucken. Jeder von uns. Da ist irgendwas gerade lang geflogen. So eine Luftblase. Kann auch sein, dass das so eine Dose war, die auf dem Boden... Oder es kann auch sein, dass das nur so aussah wegen so ein Render... Ja, will jetzt nicht Fehler sagen, aber so ein Render-Ding. Wir spielen auch mit als Patrick jetzt erstmal weiter. Ich würde es nicht riskieren. Ich weiß auch gar nicht, warum ich hier überhaupt hoch kann wegen einer Unterhose, also... Nee, ist ja auch ein bisschen ausprobieren hier, ne? Ist ja ein bisschen... Okay, haben wir einen Teleporter? Ja, wir haben jetzt zwei Wege. Also ich schätze mal, hier sieht es so aus, als würde es weitergehen. Ja, hier ist auch so ein Safe-Ding. Oh Gott. Ich mag das überhaupt nicht. Strahlend weiß. Ja, weil ich weiß jetzt nicht, wo ich lang gehen muss. Wenn ihr versteht, was ich meine. Ich will jetzt erstmal hier lang. So, was haben wir hier? SpongeBob soll später wiederkommen, wenn er Wanderblase erlernt hat. Wanderblase? SpongeBob? Ist Wanderblase das diese Rakete? Okay, schauen wir mal. Ich habe das Gefühl, das ist diese Rakete. Ja, ich weiß, ich muss die nicht erledigen, aber... Wird weg, ist es weg, ne? So. Ich glaube, das ist Wanderblase, das würde ich jetzt so sagen. Weil wenn jetzt da rauskommt, Porter, hast noch einen Move. Pech, SpongeBob, Pech. Na gut, aber dann haben wir schon mal die vorletzte Socke. Also, ne, bis auf die erste, wisst ihr. Oh, Gottes Willen.
SpongeBob an Einsatzleitung. Es kann losgehen. Also ich schätze mal, es ist richtig, was ich hier mache. Oh. Ich hoffe, dass das nicht auf Zeit ist oder so. Also die Zeit unten rechts heißt ja, ist ja nur die Zeit, wie lange ich die Rakete da zünden darf. So. Oh. Ja. Noch ein Pfund für Patrick. Gut, also noch eine Socke. Und dann sind wir durch. Guckt euch den fancy Buben an. Er kennt das Leel. Ja, ich bin mir aber auch sehr sicher, dass das hier so das Gebiet ist, wo es zum Ende geht. Also so das letzte Mal nicht. Also ich weiß, es gibt noch den Bossgegner. Aber, ne? Also ich mache erstmal das kaputt. Ist ja auch hier sehr, sehr viel, Tutorial, würde ich sagen. Also da oben haben wir auf jeden Fall noch Sachen. Ich gehe jetzt auch erstmal mit SpongeBob hier lang, dann haben wir ein bisschen Ruhe. So. Achso, ich wollte gerade sagen, hä, werden gerade diese Explosivdinger damit dann angeführt? Aber nee, das sind ja auch die. Ich fühle mich wie ein neuer Schwamm. Das sieht aber aus wie so ein Abteil, was ich schon freigeschaltet habe. Ich habe nur gerade ein bisschen Angst. Ach Gott. Okay, also da oben ist was noch mit Patrick. Ja, wenn ich wüsste, wo die ist, ne? Ich habe halt so... Ja, ich habe halt Sorge, dass ich jetzt hier irgendwo bin, wo ich nicht hin soll. Also, oder beziehungsweise wo es mir jetzt gerade nichts bringt. Weil mir doch dann irgendwo anders doch die Socke fehlt. Aber wir sind ja jetzt sowieso oberhalb. Also im Sinne von, wir könnten auch die ganze Zeit irgendwo runterspringen. Wenn wir der Meinung sind, ey, ist nicht richtig. Frisch wie eine Frühlingsbrise. Shit, ich krieg grad irgendwie, ah, kennt ihr das, wenn plötzlich die Augen anfangen weh zu tun? So, und dann zieht es in den Kopf und, oh, das habe ich gerade. Ist nicht schön. Doch nicht schlimm jetzt. Damit müssen wir jetzt leben. So ist das. Leel. Man nennt mich auch Schwamminator. Ja, ich hoffe nur, dass der erstmal ein bisschen Ruhe. Großer Schinken. Den habe ich verstanden. Okay. Ich komme. Okay. So ein bisschen Bauchschmerzen. Also ich im Sinne von, ich weiß nicht. Also da hinten ist auf jeden Fall noch ein Weg, da gucke ich gleich von oben. Also im Sinne von nicht, also jetzt nicht echt Bauchschmerzen. Obwohl, bestimmt schon. Aber im Sinne von, wie gesagt, mache ich das hier gerade richtig? Da rechts ist noch ein Weg. Da. Guck ich das mal an. Ich will es ausprobieren. Das Gefühl, das ist dumm. Aber es sieht nicht dumm aus. Also, die habe ich nicht erledigt, ne? Ich darf hier lang, okay. Ernst? Ich fühle mich wie ein neuer Schwamm. Ich bin gerade ratlos. Oder... Moment. Oder war... Ja gut, er kann sein, dass das... Moment, ich habe eine Idee. Begrüß meinen kleinen Blasenfreund. Hier ist ja nichts. Jetzt kommt raus, da ist eine Loading Zone. Sowas wäre richtig dreckig. Sowas wäre absolut dreckig. Okay, also wir haben hier unten Korken. Also hier bin ich lang gelaufen, ne? Oder? Es glänzt. Das kann ja auch theoretisch hier irgendwo drunter überall irgendwie was sein, ne? Theoretisch.
Ne? Aber ich sehe jetzt. Also gut, hier rechts wäre jetzt dieser eine Weg gewesen. Ich habe schon anders hingeguckt. Aber hier sind wir doch angelaufen. Einsatzleitung, es kann losgehen. Okay. Das explodiert ja auch direkt. Das habe ich vorhin. Also, wir waren da. Wir haben den ja schon besiegt, aber trotzdem. Hm. Aua. Ja, gut, egal. Wir werden ja schon sehen. Und wenn wir auf die Fresse fliegen, sage ich mal blöd gesagt, dann fliegen wir auf die Fresse. Dann ist das so. Warum ist hier ein Eisteil? Das kann ja nur für da unten sein. Aber ist doch, da unten ist eine Bushaltestelle. Okay, da vorne. Ich hoffe nur, dass das auch so ein... Ja. Alles gut. Haben wir einen Spawner? Sehe ich aber jetzt nicht. Und da oben ist so eine... Ja gut, das ist nur so ein... Ja gut, das ist nur so ein Wasserlauf. Ja gut, also da gehe ich mal hin und wechsle die Figur. Ach du großer Schinken. Den habe ich verstanden. Autsch! Ich bin halt ein bisschen am Hin- und Hergucken, also nicht böse sein. Nicht böse sein, ne? Ist ja Konzentration, ne? Das Spiel ist ja... Das Spiel ist ja Anspruch. Kann sich gar nicht vorstellen. Das, guckt euch nur dieses dreckige Grinsen an. So, das sind ja Wege für SpongeBob. So. Wo mussten wir jetzt... Da war das irgendwo, ne? Aber die Frage ist, für was ist die... Also ich schätze mal nicht, dass dieses Eisding jetzt einfach nur existiert, um zu existieren. Oh, da hat man so einen Pickel da einfach... Da war so ein schwarzer Punkt. Nicht so platziert, wie der vielleicht hätte sein sollen. Ja, keine Ahnung, also... Ist da unten das... Nee, das ist das Gebiet, wo wir gelaufen sind. Ich mag das total, wenn man irgendwie so ein Gebiet hat und dann sieht man halt das Gebiet auch weiterhin... So in anderen Passagen, wenn ihr versteht, was ich meine. Ja, da soll mich mal schön in Ruhe lassen. Also das nächste Wasser wäre ja hier rechts, so. Ein anderes Wasser sehe ich jetzt auch nicht. Und was dazu kommt ist... Ja gut, natürlich das da unten halt, ne? Ich kann ja als Patrick eigentlich nicht springen. Da komme ich ja gar nicht rüber. Also wenn du so ein Eisding hast, meine ich halt, ne? Also müsste ich ja theoretisch... Also, ne? Ich bin ja jetzt ein bisschen optimistisch. Oh. Aber dann müsste ich ja theoretisch das nehmen und so machen. Okay, also der wirft das mir automatisch irgendwie hier komisch runter. Wirf mir das dahin. Als wäre da irgendwie so zielstrebig halt, ne? Okay, das Einzige, was mir jetzt noch einfallen würde, wäre, dass wir das machen. Mir tut das gerade ein bisschen weh. Wisst ihr, warum mir das weh tut? Soll ich das wirklich erklären? Hübsches, funkelndes Ding. Ich muss den ganzen Mickey nochmal laufen. Wisst ihr, was ich, glaube ich, mache? Ich tue was Illegales. Ich bin jetzt illegal unterwegs, ne? Und zwar gucke ich nach. Ja, ich habe jetzt keinen Bock, ich habe jetzt wirklich keinen Bock, hier irgendwie die Eisscholle da irgendwie und dann, ne? Und dann zu sortieren und... So, wie heißt das hier? SpongeBob? Muss erst überlegen, was heißt nochmal Qualle ist. Jellyfish. Jellyfish, Fields.
Socks. So. Also ich schätze mal, also es sieht ja gut aus, ne? Mit dem Ding. Da, 14 Socken sind das. Oh Gottes Willen, bitte. Ja, natürlich erstmal hier 20 Minuten Werbung. Ich weiß, doch, die Eis... Das mit dem Eis hatten wir ja schon. Ich gucke jetzt erstmal, ob hier irgendwo so eine was... Also, hier vorne? Ja, nicht hier jetzt, aber hier gibt es ja Stellen, wo... Hier zum Beispiel, ne? Hier ist ja... Wow. Hier ist ja sehr viel Wasser. Okay, wir sind jetzt tot. Das ist geil. Okay, also die Socke haben wir garantiert. Die Socke haben wir auch. Die habe ich ja schon geholt. Dieses Abfeiern so. Ja, du hast es nicht geschafft. Aber, ja gut, also die Korken gehen ja wieder runter. So, also das haben wir auch. Ich gucke jetzt gerade, wo die ganzen Socken hier sind, ne? So. Dann haben wir hier mit Meerjungfrau Mann. Da haben wir... Genau, die da oben, die haben wir. Die dann am Ende haben wir. Das Spiel sieht schon auf anderen Konsolen schon echt töfte aus, ne? Ah, okay, hier gehen die wieder ganz zurück zum Anfang. Aber da, wie gesagt, das können wir auch zum Schluss machen. Moment, in der Höhle? Na gut, die habe ich aber. Also, ich habe dort jedenfalls keine gesehen. Ja, die habe ich auch. Also müsste ich, ne? Ich hoffe, die habe ich. So, jetzt sind wir in dem Gebiet. Wo wir jetzt gerade sind. Genau, da diese komische Stelle, die haben wir. Nochmal so eine Rutschpassage. Die könnten uns fehlen. Das haben wir auch. Also ich habe jetzt hier nichts gesehen mit diesem Eisding. Moment, gibt es hier eigentlich so ein, bevor ich jetzt hier den Weg irgendwie doppelt und dreifach und vierfach laufe, gibt es hier irgendwie so ein Teleporter nach da oben? Ich laufe nochmal zum Anfang. Also ich hoffe, ich laufe gerade richtig. Ja, das ist immer nervig mit dem. Wenn man stirbt, dass dann jeglicher Gegner hier neu kommt. Ich finde nicht, dass SpongeBobs Unterwäsche richtig passt. Ich werde sie zerschmettern! Hier muss doch ein Teleporter irgendwo sein. Bestimmt bin ich vorbeigelaufen. Also ich sag mal so, ich würde es hassen, wenn hier keiner ist. Da ist ja der Weg zurück. Ich hasse es. Komm, also jetzt mal ohne Mist. Der schwerste, also das... Das dümmste Stück im ganzen Spiel, es hat keinen Teleporter. Das ist schon... Also das ist schon frech. Der macht gleich Bock. Ja, soll er machen. Also ich bin ja jetzt kein großer Fan von der neuen deutschen Patrick-Stimme, ne? Aber ich finde jetzt auch nicht, dass er einen schlimmen Job macht. Wollte ich einmal kurz sagen. Also kein großer Fan im Sinne von... Der alte Sprecher war schon legendär, also das muss man einfach sagen. Aber wie gesagt, ich finde den neuen jetzt auch nicht. Also, er fängt Patrick ein. Und das ist ja so das Wichtigste. Oh, der klingt halt auch. Nicht, dass SpongeBobs Unterwäsche richtig passt. Er klingt auch sehr stark nach dem. Denn ist da hinten. Da ist eine Pappkarton. Und er klingt halt auch sehr stark wie der. So hell. Englische so Sprecher. Glänzend. Ja, ja. Oh, okay. Schon viel besser. Was erwartet das Spiel jetzt hier von mir?
Okay. Ja, aber blöd, dass wir wieder hier landen. Ja, aber dann... Also ich habe keine Ahnung, also ich habe jetzt auch online nichts gefunden, ja? Also, oder beziehungsweise in einem Video, was ich jetzt hier gesehen habe. Stream, wir nehmen jetzt schon fast... Also 50 Minuten nehmen wir jetzt schon auf. Nochmal, nochmal! Ist auch lustig. Geschenke aus Holz! Ja, also mir macht es auch jetzt ein bisschen Bauchschmerz mit Patrick. Bin damit jetzt nicht so zufrieden, dass wir den jetzt wieder wechseln müssen. Tartarsoße, wie schrecklich! Aber irgendwie das Gefühl, hier irgendwas verpeilt zu haben. Naja, wir gehen jetzt erstmal hier rumgucken, ob wir da die... Ne?